Na, hoffentlich gibt das keinen Ärger mit der GEMA und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play WRC 4 Singleplayer. Und mein persönlicher Manager meldet sich ja schon mal zu Wort. Er wird mich durch die ganze WRC führen und mir die Aufgaben ansagen. Ja, machen wir einfach mal weiter. Bist du kein echter Fahrer? Aber Nachwuchsfahrer werden nicht einfach so für eine ganze Saison verpflichtet. Du musst also schon zeigen, was du drauf hast. Hier findest du die Angebote interessierter Teams. Triff deine Wahl und mache dich bereit, dein WM-Debüt zu geben. Gut, wir sind jetzt hier in der Junior-WRC, haben drei Teamangebote. Fahrzeugleistung ist überall die gleiche. Von daher würde ich einfach mal das mir sympathischste Team nehmen, da wo die Finnen sind. Und einfach mal weitermachen. FIA Junior WRC. Im Teamquartier kannst du in Ruhe die Daten für dein Team und dein Fahrzeug einsehen. Dabei hast du über deinen Laptop Zugriff auf die Teamkommunikation und die E-Mails deines Managers. Der Kalender informiert dich über alle anstehenden Events und über den TV kannst du den Stand der Meisterschaft kontrollieren, während du auf dem Tablet jederzeit brandaktuelle Neuigkeiten aus der WRC-Welt erhältst. Ja, da werden wir hier quasi im Büro, dann haben wir hier die E-Mails, es ist dasselbe Spiel wie bei jedem Mal. Jeder stellt sich ja mal kurz vor und eigentlich macht man die bloß auf, damit keiner einem auf den Sack geht. So, Konkurrent für die nächste Rallye. Und dann hätten wir hier noch den Beifahrer. Der sagt immer an, wie viele Punkte es hier zum Beispiel gibt. Meisterschaftspunkte. So, hier hätten wir unser Auto. Das ist jetzt ein Ford Fiesta mit 163 PS, 182 Newtonmeter und wiegt knapp mehr als eine Tonne mit einem 1,6er Motor. Ich denke mal, das ist für den Anfang ganz gut. So, Rangliste haben wir noch nicht, da gibt es ja noch keine Wertung. Und hier kann man sich dann hier so Neuigkeiten angucken. Wer gewonnen hat und wieso und weshalb. So, gehen wir mal. Jeder Rallye gibt dir dein Team die Rennziele durch. Diese Ziele musst du erreichen, um deinen Ruf zu steigern, bessere Verträge zu bekommen und später dann in höheren Rennkategorien antreten zu können. Gut, also Rallye-Ziel ist hier der 6. Platz und Rallye-Konkurrent ist Michael Burry oder Michael Burry, wie auch immer, ich weiß es nicht. Und hier sind wir jetzt im Parc Fermé. Da gibt es die Informationen nochmal alle zum Abrufen. Die ganzen Etappen kann man sich hier schon mal angucken. So, hier natürlich mein Auto. Fahrzeug-Setup kann man hier einstellen. Aber da mache ich mal nichts dran. Und hier hätte man dann die Fahrzeugreparatur, wenn nach einer Stage etwas defekt ist. So, ich muss aber fix noch den Sound leiser machen. Ich vergesse das leider immer wieder, aber ich sollte es jetzt mal geschafft haben. So, Special Stage 1. Ich bin mal gespannt, Rallye Deutschland ist ja unser Heimrennen. Und dementsprechend hoch sind eigentlich auch die selbst gesteckten Ziele. Ich würde schon gerne um den Sieg mitfahren, ob das jetzt natürlich zum Beginn der Karriere gelingt. Ist natürlich fraglich.
Ich werde höchstwahrscheinlich beim Fahren nicht ganz so viel quatschen. Die Rallye-Strecke in Deutschland besteht zum größten Teil aus Asphaltpisten sowie einigen Offroad-Abschnitten. Die Fahrer müssen also eine ebenso präzise wie aggressive Fahrweise an den Tag legen, um diesen unterschiedlichen Untergründen gerecht zu werden. Gut, einfach mal Gas geben hier. Ah, traumhaft. Ist schon ein schickes Auto, kann man nicht sagen. So, ja, ich werde wahrscheinlich nicht ganz so viel quatschen. Ich werde auch streckenweise wirklich mal meinem Beifahrer zuhören und mich auch mal auf die Strecke konzentrieren. 40. Vorsicht. Abzweigung rechts abbiegen. Dann links 3. Das Ganze ist jetzt hier noch nicht so spektakuär mit der Junior WRC. Aber man muss natürlich die kleinen Kategorien fahren, um gute Chancen auf ein gutes Cockpit zu haben. Das Gute an so langsamen Autos ist halt, man hat mehr Zeit zum Überlegen, sag ich mal. Das heißt, mit einem schnellen Auto geht einem auch schneller mal die Straße aus. Ganz professionell sieht das hier noch nicht aus, aber... Dann rechts 3. Das wird noch. So, mit der Handbremse ziehen. So langsam geht's im Vergleich zum letzten Test. Ist es schon besser geworden. Haarnadel links. Handbremse. Rechts 2. Dann rechts 2. Pascal bleibt da eisern dabei und sagt, er ist ohne Handbremse schneller. Rechts 3. In links 2. Mauer außen. Dann ups. Sorry, mein Fehler. Rechts 3, in links 2, Mauer außen, rechts links. So, hier die Schikane. Schon Vorsicht, Gefahr und rechts man kann zwei. Sie Vollgas nehmen. Links 2, dann links 2. In rechts 2. Ja, freut sich Pascal wieder die Red Bull Brücke. Sagt in Mexiko steht eine Monster Energy Brücke, die wohl auch relativ schick aussieht. Aber in Mexiko bin ich noch nicht gefahren. Ja, jetzt ein bisschen Zeit verloren hier. Vorsicht! Rechts 3, in H-Nadel links, Handbremse, dann rechts 3. Es geht noch sehr schleppend voran hier mit der Junior WRC. Aber da müssen wir alle durch. Das ist so ähnlich wie beim MotoGP, wo man halt am Anfang mit der Wildcard fährt und hier irgendwelche Hinterbänkler-Teams vertritt. Na, das war knapp. Das hätte fast wieder eine Cut-Wertung gegeben. Aber Vorsprung wieder ausgebaut. Rechts 4, Verengung. Dann links 3 und Haarnadel rechts, Handbremse. Da wollte er falsch abbiegen. Ist manchmal ganz komisch, also wenn du halt noch nicht perfekte Traktion hast, dann sieht er manchmal noch nach links, wenn du nach rechts lenkst und naja, das ist halt. Dann kommt halt sowas raus, wie wir es gerade gesehen haben. Schikane links rechts, dann Haarnadel rechts, Handbremse. Links 3, dann rechts 3. In Haarnadel links. Handbremse. Vorsicht. Haarnadel rechts und Haarnadel links. Handbremse. 40. Rechts 3. Schon wieder. An die Leitplanke gefahren. Aber man kann ja seine Fehler hier korrigieren. Vorsicht. Haarnadel rechts und Haarnadel links. Handbremse. 40. Rechts 3. 3. Und es ist immer wichtig, beim zweiten Versuch es besser zu machen. Manchmal kommt es ja auch vor, dass man 3 Rückblenden braucht. Für einen Fehler. Jetzt ist er noch unschön angeschlagen und mit einem Überschlag ins Ziel. Aber es reicht mit 2,3 Sekunden Vorsprung für Platz 1 in der ersten Special Stage.
So, dann musste ich kurz weg, da hat mein Wecker geklingelt. Nebenbei gucke ich hier gerade noch meine Wiederholung vom Moto2-Rennen. In der Moto3 jetzt in Motegi. War ja sehr spannend. Erst wurde Salom abgeschossen, dann Rins gestürzt und Marquez überholt am Ende noch Vinales. Und somit sind jetzt drei Fahrer innerhalb, glaube ich, von 5 Punkten. Das ist eine sehr, sehr spannende spannender Meisterschaftsstand für das letzte Rennen in Valencia in 2 Wochen. Rechts 3, in links 4, dann rechts 4, links 3, in links 2. Vorsicht, Abzweigung rechts abbiegen, Schikane links rechts, links 5, in Haarnadel rechts, Handbremse. Das ist wieder so eine Ecke, wo man links lenkt und aber dann zum Anbremsen schon wieder rechts lenkt. Also bergab gehen die Haarnadel eindeutig schöner. Vorsicht, Schikane rechts links. Rechts 4, in links 6. Rechts 6. Dann links 2. Ich fahre ja hier mit Gamepad und mit Automatikschaltung. Da hat man es ab und zu mal, dass wenn man langsam wird, der noch im höheren rechts Gang hängen bleibt. In links 3, mittig halten. Und deswegen links kommt der ab und zu mal nicht aus der Seiche. Abgesehen davon, dass ja, das jetzt hier sowieso links nicht so vier, das High-End-Muscle-Car ist. Rechts 4, Zaun außen, 40. Ist auch kein Allradler, sondern lediglich ein Fronttriebler. Dementsprechend untersteuern fährt sich's. Aber man gewöhnt sich dran. Man muss halt die zwei Rallyes hier fahren. Und da dann mal gucken, was für Angebote kommen. Ist aber schön, dass Rallye Deutschland die erste Rallye im Karrierekalender ist. Links rechts, Vorsicht, Abzweigung links ab, Barriere aus. Oh, das war rechts knapp. Vier, dann rechts 3 und links 2. Okay, jetzt haben wir hier wieder die guten alten deutschen Bundesstraßen. Rechts 3, und wieder eine Abzweigung. Jetzt geht es wieder schön aus kaputten Asphalt hier mit Schlaglöchern. Rechts 4, Schikane links rechts. Das war wieder so ein Fall, wo er jetzt im vierten Gang hängen geblieben ist. Gibt's einen Tipp, entweder kann man halt mit X runterschalten oder mal kurz das Gas lupfen. Bei dem ist Gas lupfen nicht ganz so schön. Ich bin schon WRC 2 gefahren. Da pfeift der Turbolader noch so schön, wenn man vom Gas geht. So, und Special Stage 2 überstanden und damit auch Tag 1 komplett und wieder 2,1 Sekunden. Das macht 4,44 Sekunden Gesamtvorsprung. Und jetzt geht es erstmal in den Servicepark und da können wir erstmal wieder reparieren. Ist ja doch einiges kaputt gegangen, hauptsächlich karosserietechnisch, denke ich. Ja, nur Karosserie. Denn reparieren wir das mal und gehen mit einem frisch geputzten Auto zum zweiten Tag zur Special Stage 3. Traumhaft sieht's aus. In links 3. Rechts 4. In links 3. Vorsicht. Haarnadel rechts. Handbremse. Abhang außen. Haarnadel links. Handbremse. Rechts 3. Dann links 3. Rechts 5. Dann Haarnadel rechts. Handbremse. Hinterbaum. 60. Links 6. Haarnadel. Ich habe immer noch mein altbekanntes Problem. Altbekanntes Spiel seit zwei Tagen draußen. Aber ich habe immer noch das Problem, dass
ich bei Haarnadel zu zeitig einlenke. Ich eigentlich schon vorm Kurvenscheitelpunkt abbiege. Was sich natürlich immer schlecht macht, wenn da irgendwelche Poller sind oder Bäume oder Steine. Scharfe Kurve 2. So, vierter Platz jetzt nach der ersten, nach dem ersten Sektor nur. Dann links 4. In Haarnadel rechts. Handbremse. Links 5. Dann rechts 5. Vorsicht. Abzweigung links ab. Handbremse. Links 5, in rechts 3, dann links 3. Die Handbremse lohnt sich nicht, wenn man da so langsam ankommt. Ich probiere es zwar immer wieder, aber ich stelle auch immer wieder fest, dass es sinnlos ist. Abzweigung links abbiegen. Handbremse in Haarnadel rechts. Links 6, öffnet sich 4, scharfe Kurve, mittig halten. Abhang außen, in links 3. Ah, da bin ich schön über in das Schlittgrinne hier drin gefahren, in den Ablauf. Links 6. Öffnet sich 4, scharfe Kurve, mittig halten, Abhang außen, in links 3, 40, Sprung. So, Zeit rechts verloren 3, jetzt, 2,13 Sekunden. Vorsicht, Sprung. Boah, man darf nicht in die Rille reinfahren, du meine Fresse. Schikane rechts, links. Und Haarnadel rechts, Handbremse. Links 5 und Haarnadel links. Wenn man ein bisschen schneller ankommt, dann lohnt sich es wenigstens noch halbwegs. Rechts 6, dann Handbremse, links 6, aber da hängt dann immer ganz schön im ersten Gang und wickelt. Links 6, in rechts 6, dann links 5. Rechts 3, lang, links 3. So, ich muss mal zusehen, dass ich von meinem Rückstand was abgeknappert bekomme. Nee, es wird eher noch größer, immer noch vierter Platz in 3 Sekunden. Ich könnte hier in der Stage meinen kompletten Gesamtvorsprung auffressen. Rechts 3, in links 3. Schon wird der Scheiße gebaut. Rechts 3, dann rechts 2, down innen. Links 2, dann rechts 2, mittig halten. Links 5, scharfe Kurve 3, lang. Rechts 3. Rechts 2. Vorsicht, Abzweigung rechts abbiegen, Handbremse, dann links 4 und rechts 3, scharfe Kurve, nicht neue Zeit wurde gut gemacht, auf einen Platz wird gemacht, 2,7 Sekunden jetzt bloß noch. In Haarnadel rechts, und es ist bloß noch ein Sektor. Dann Schikane links rechts, dann links 2. Mal gucken, was hier jetzt noch geht, man kann halt wirklich viel Zeit verlieren oder auch halt einiges gut machen. Deshalb komme ich hier ganz gut links durch. 3. Vorsicht. Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. Schikane links rechts. Dann links 3. In rechts 2. So, ich müsste dann bald Verengung. Das Ziel kommen. Oh. Schikane links rechts. In links 4. Das war zum Beispiel mal scheiße genommen, aber. Geschafft. Was soll's. So, die Schikane noch und dann ist hier schon das Ziel. Und jetzt ist spannend. 1,9 Sekunden, zweiter Platz. 1,09, so rum. Es geht nur minimal verloren. 3,35 Sekunden immer noch der Vorsprung gesamt. Das Auto nicht allzu sehr kaputt gemacht. Dann geht es jetzt schon zur Special Stage 4. Und wir fahren hier in der abendlichen Dämmerung wahrscheinlich. So, links 6, dann rechts 5, mittig halten. Rechts 3, dann links 4. Rechts 6, dann links 6. 40, Haarnadel links, Handbremse. Links 6, in rechts 6. Dann links 6, Haarnadel rechts, Handbremse. Also ich versuche jetzt immer die Haarnadel ohne Handbremse zu fahren. Dann Haarnadel links, Handbremse. Gut, hier musste ich kurz. Schikane rechts links. Ja, macht's ja mal automatisch, man drückt immer wieder auf den Knopf. Anfang habe ich immer mit, was ist das, A gebremst. Rechts 5, in links 5. Weil A bei MotoGP halt die Hinterradbremse ist und die habe ich eigentlich immer gezogen, wenn es halt ein bisschen
wenn ich schon gespürt habe, der Bremspunkt könnte ein bisschen spät gewählt gewesen sein. Dann könnte man mit der Hinterradbremse noch manchmal ein bisschen was ausgleichen. Oder im Zweifelsfalle halt das Motorrad so querstellen, dass man quer in die Kurve reinkommt, was dann halt auch wieder einiges gebracht hat. Jetzt war er hier mit ein bisschen mehr als einer halben Sekunde Vorsprung, Rückstand. Und mein Auto muss schon wieder leiden. Dann Haarnadel rechts, 60, links 3, rechts 3, in links 2, dann rechts 4, ja. Und Schikane links 6. Ja, die Kuppen, das ist scheiße, da verliert man links schnell mal das Auto. Also einfach bloß, weil es leicht wird und man nicht mehr so den Reifenkontakt zur Straße hat. Ja, vierter Platz, da habe ich jede Menge verloren. Links 6. Das sollte jetzt vielleicht mal etwas flüssiger laufen. Dann Haarnadel rechts, Handbremse. Und Haarnadel links, Handbremse. Rechts 3. Das war auch wieder grenzwertig, was das zeitig einlenken geht. Angeht, da war halt wieder mal ein Baum. Das hätte auch locker leicht wieder in die Hose gehen können. Dann Haarnadel links, Handbremse. Und Haarnadel rechts. Handbremse. Und Schikane links rechts, in Haarnadel links, Handbremse. Rechts 4, in links 3, Vorsicht, Abhang so, mal gucken, was die Zeit sagt. Rechts 3, und 2,8 Sekunden. Links 3, da wird der Zeit verloren, aber eine Position gut gemacht. 80, Schikane links rechts. Dann links 3, Bäume außen. Links 3. In rechts 3, dann links 3, scharfe Kurve, öffnet sich 3, scharfe Kurve, 80, Barriere aus, links 3, dann Haarnadel rechts, Handbremse, links 5 und links 3, Barriere aus und rechts 3, da bin ich doch jetzt ausnahmsweise mal gut durchgekommen. Ziel. Und da ist das Ziel. Tag 2 beendet und Platz 2, 1,3 Sekunden verloren. Das heißt 2 Sekunden bloß noch für den letzten Tag Vorsprung. So, jetzt geht's wieder in den Servicepark. Wir dürften ja außer Karosserie wahrscheinlich nicht wirklich viel zu reparieren haben. Genau. Es ist wie immer. Wenn man halbwegs vernünftig fährt, hat man da nicht mehr zu reparieren. Man kommt auch mal schadenfrei durch eine komplette Stage, aber ich habe zum Beispiel... Also doch, tagesweise habe ich auch schon, also komplette Tage ohne Schaden, habe ich auch schon geschafft, dass du halt im Servicepark gar nichts zu reparieren hast. Aber jetzt zum Beispiel eine komplette Rallye, das habe ich noch nicht geschafft, aber vielleicht gelingt es mir ja in dieser Karriere. So. Abzweigung links ab. Rechts 5. Links 4 und rechts 5, Haarnadel links, Handbremse, rechts 2, dann rechts 3, scharfe Kurve 4, rechts 3, in links 2, Mauer außen, dann Boah. Schikane rechts links, das war so gar nicht geplant, aber gut, dass es so geworden ist. Links 2, links 2, dann links 2. In rechts 2. Der Karre hier fällt links eindeutig, drei. Der Bums. Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. Hoffen wir mal, dass wir bald schon ein Angebot für ein gutes links Team bekommen vier. In einer höheren dann Klasse. Drei. Dann rechts 3. Vorsicht. Rechts 4. In Haarnadel links. Handbremse. Dann rechts 3. Links 3. 500stel Vorsprung. Viel ist das nicht. Links 3, dann rechts 3
Wir dürfen bloß den 2-Sekunden Vorsprung nicht verspielen. Alles andere ist relativ egal. Es gibt eine Rückblende. Da wäre ich fast abgeflogen und ich mache den Fehler nochmal. Links 3, dann rechts 3. Muss man nicht ganz so weit innen fahren. Jawohl. Links 3, in rechts 3, 60. Rechts 3, dann links 3 und links 3. Rechts 3, in rechts 4. Vorsicht, rechts 6, dann Haarnadel rechts. Handbremse. Links 5, dann rechts 5. In Haarnadel links, Handbremse. Vorsicht, Haarnadel rechts, Handbremse. Und Haarnadel links, Handbremse. 40, rechts 3, in links 3. Das war auch knapp, Mensch. Ich glaube, ich bin noch schadenfrei bisher rechts in dieser Relais. In links vielleicht drei. Kommt eine neue... Vorsicht, Haarnadel rechts, Abhang außen. Haarnadel links, eine neue Zeitmessung. Dann nach der nächsten Haarnadel rechts sehe ich sie schon. Drei. Dann links 3. Im Vorsprung etwas ausgebaut, noch nicht ganz eine Sekunde. Handbremse. 60. Links 6. Haarnadel links. Handbremse. So, vor dem Fernseher sehe ich gerade, wie Paul Espargaro gerade seinen Moto2-Titel feiert. Ich fahre dabei mal sonst wohin. Rechts 5. Schikane links rechts. Ja, kann man links 4, Paul bloß gratulieren drei, dazu. Dann links 2. Rechts 5. Links 3. Lang. Scharfe Kurve 2. Scott Redding konnte sich ja am heutigen Tag auch nicht wirklich wehren links nach dem vier, üblen Sturz in Kurve 1. Als er da über das Motorrad von Tito Rabatt, wie er ja genannt links werden sechs, möchte. Ja, ich weiß, ich sechs, bin genauso schlimm wie der Sport 1 Affe. Ja, Esteve Rabat ist gestürzt und Scott Redding ist über sein Motorrad rübergefahren und halt ebenfalls gestürzt und lag auch eine ganze Weile auf der Straße, wo erstmal unklar war, was denn genau gesundheitlich passiert ist. Ich habe Zeit verloren. Das heißt, ich werde jetzt weniger Sappeln mehr erfahren. Die letzten zwei Sektoren hier noch. Links 3. Dann rechts 5 und links 6. Vorsicht, Abzweigung rechts abbiegen. Haarnadel links, dann rechts 4, in links 4. Und Haarnadel rechts, Handbremse. Links 5 und Haarnadel links, Abhang außen. Links 6, in Haarnadel rechts, Handbremse. Links 6, in rechts 6, dann links 5. Rechts 3, lang. So, gleich kommt die Zwischenzeit. Links 3, mittig halten. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt wirklich was rausgeholt habe. Rechts 4. 1,6 Sekunden. Vorsicht. 2 Sekunden habe ich Vorsprung. Dann links 3. Rechts 3, in links 3. Dann rechts 3, scharfe Kurve 2, Zaun innen. Links 2. Dann rechts 2, mittig halten. Links 5, scharfe Kurve 3, lang. Rechts 3. Rechts 2. Vorsicht, Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. Dann links 4 und rechts 3. Nicht schneiden. Jetzt musst du doch bald mal ins Ziel kommen, Mensch. In links 3, in Haarnadel rechts. Handbremse. Dann links 3. Öffnet sich 3 und links 2. Ziel. Jetzt wird's spannend. Erster. So viel doch im letzten Sektor rausgeholt. Ich glaube 1,5 Sekunden oder sowas hatte ich. Rückstand, ne? Pah, nicht schlecht. Macht's auf jeden Fall bisher entspannter. 4,4 Sekunden. Vorsprung jetzt vor der letzten Stage. Na, gucken wir mal hier. 44% trockener Asphalt, 56% verstaubter Asphalt. Es ist und bleibt eine Asphaltrallye. Da am Anfang bei der Streckenvorstellung meinte hier
mit teilweise Offroad-Einlagen. So, links 2, dann rechts 4, mittig halten, in links 2. Rechts 2, in rechts 2, Mauer außen. Links 2 und 60, Schikane rechts, links. 80, rechts 3, in links 4. Boah, dann eine halbe Sekunde vier. Rückstand ist man schon hier auf Platz 4. In links 2. Aber sagen wir, der erste Vorsicht. Sektor hat noch nicht wirklich was zu bedeuten. Handbremse, links 3, in rechts 3, links 5. Doch, ich nehme ja auch so ziemlich jedes Schild mit, was man mitnehmen kann. Links 4, dann rechts 3, Zaun außen. Dann links 3 so. Und links Rückstand vier. Hat sich vergrößert, lang. Aber eine Position gut gemacht. Haarnadel rechts, Handbremse. Dann Haarnadel links, Handbremse. Barriere außen. 40, rechts 3, in links 3. Rechts 4. Jetzt kommt hier wieder das Zickzack-Gefahren. Mittig halten. So, Abstand relativ 40. Gleich geblieben. Dann links 2, Zaun außen. Vorsicht, Abzweigung links abbiegen. Handbremse und rechts 2, links 3 und rechts 3. Links 4 und rechts 3. Haarnadel rechts, Handbremse. Psst. Dann links 3, in rechts 3. Aber Rückstand immer noch relativ... Vorsicht. Konstant geblieben. Eine Sekunde. Solange wie es nicht 4,4 Sekunden sind, ist mir das relativ bockwurst. Ich kann auch mal in die Stage als Fünfter ins Ziel kommen. Oder so. Ja, das war eine kurze Stage. Da kann man nicht so viel Zeit verlieren. Und am Ende reicht es für... Platz 3, 1,4 Sekunden Rückstand, aber das reicht insgesamt für den ersten Sieg unserer Karriere. Mit knapp 3 Sekunden Vorsprung. Und das gibt reichlich Rufpunkte. Einfach mal weitermachen und jetzt geht es zur Siegerehrung. So, ja, am Ende einer Rallye kommen alle Fahrer nochmal in den Servicepark, um zu feiern. Und so sieht das Ganze dann aus. Da werden die Autos nochmal schön zur Schau gestellt. Und in der Mitte, ja, kennt's an, Kennzeichen, Steppo LP. Das ist unser Ford Fiesta aus der Junior WRC. Der erste Sieg der Saison. Fantastisch. Ja, ich hoffe, dass er das der erste Sieg von vielen ist. Er hat Talent und den Erfolg verdient. Ja, das ist ja schön, wenn andere das sehen. Und eine Menge Leute sprechen schon im Servicepark über mich. So, und was kann ich jetzt hier? Muss ich mir ein neues Team auswählen oder was? Ja, die haben ja höhere Fahrzeugleistung. Seht ihr hier, das ist das Team, was wir jetzt hatten. Die 2FIN Fahrzeugleistung 62,0. Und die haben halt schon ein bisschen mehr. Ja, aber sag mal, das bleiben Ford Fiestas. Aber der hat ja ein bisschen mehr Farbe, also fahren wir einfach mal im spanischen Team mit. Der müsste ja jetzt vielleicht mehr Leistung haben, oder ist das einfach bloß ein besseres Team? Huh. Front Wheel Drive, das ist so ziemlich das Ekelhafteste, was es eigentlich gibt in der Rallye. So, gut. Jetzt muss man hier nämlich wieder die E-Mails anklicken. Ich lese den Rot schon gar nicht mehr. Ich glaube bei F1 2010 oder so hat man es glaube ich das letzte Mal gemacht. So.